Ich finde es dann wichtig, sich das Ganze zu notieren dann mit der Zeit, dass man wirklich das dann so einhält, dass man nur 20% dieser 2 Stunden mit Theorie verbringt und 80% mit Praxis. Hallo Trader, in diesem Video geht es um 3 Fehler, die du machen kannst, die ich selber gemacht habe. Und ich stehe hier, habe anderen Teilnehmern in wenigen Wochen beigebracht, profitabel zu traden und treffe mich mit denen wöchentlich beim Trader Stammtisch. Ich zeige dort ein Handelsfundament, baue mit den Teilnehmern eine profitable Performance auf und dein Vorteil ist es dabei, diese Teilnehmer kennenzulernen, über freie Themen zum Trading zu sprechen und mitzumachen. Ich bin mir sicher, dass mich die Coaches dafür hassen werden. Grüße gehen raus an alle Hater. Es ist kostenlos, wie gerade erwähnt. Fangen wir an und zwar zu Punkt Nummer 1. Eines meiner größten Fehler war es dabei, sofort direkt live zu handeln. Und ich hatte mir damals so einen 4-stelligen Videokurs geholt gehabt und dann einfach versucht, es irgendwie umzusetzen, viel auszutesten in einem CFD-basierten Live-Konto, ohne das Selbstvertrauen zu haben, was ich überhaupt genau mache und was ich davon erwarten kann. Deshalb finde ich es auch so wichtig, mindestens 3 Monate, also davor erstmal viel simuliert auszutesten und dann 3 Monate dieses angeeignete Handelsfundament konstant durchzuhandeln, bevor ich irgendwie an das Wort erwirtschaften denke. In dem letzten Video, da rede ich darüber, eine profitable Performance aufzubauen. Da wird dieser Punkt klarer erklärt. Du findest dieses Video in dem Link unter diesem Video in der Beschreibung. Kommen wir zu Punkt Nummer 2 und das ist die Trading-Ausstattung. Ich habe mir auch damals einen 4-stelligen Gaming-Laptop geholt, weil ich davon ausging, dass ich das Beste vom Besten benötige. Und heute nach 4 Jahren Erfahrung finde ich persönlich es ausreichend, wenn ich mir nur einen 3-stelligen Standrechner einfach hole und einen 2-stelligen ganz normalen Monitor, um Praxiserfahrung zu sammeln und herauszufinden, ob das Trading überhaupt für mich ist. Die meisten Plattformen, also Trading-Plattformen, benötigen gar nicht die Leistung, dass man irgendwie einen Gaming-PC oder sonstiges benötigt. Und ich weiß für mich, dass ich Trading betreibe und andere nicht beeindrucken muss, mit wie vielen Handelsbildschirmen ich habe oder dass ich irgendwie die gleichen Handelsbildschirme habe. Ja? Also wenn irgendwie ein Handelsbildschirm mal von einer anderen Firma ist und das irgendwie nicht sortiert aussieht, ist mir das vollkommen egal, denn mein Ziel ist es dabei, nicht cool auszusehen im Trading, sondern etwas zu erwirtschaften und eine Performance zu liefern. Und da kommen wir schon zu meinem Fehler Nummer 3 und das ist die Investition des Verhältnisses von Theorie zu Praxis. Ich persönlich finde es wichtig, mindestens 80% Praxis einzuhalten und 20% Theorie in der Zeit, mit der man sich mit Trading beschäftigt. Nehmen wir mal an, Person X ist berufstätig, kommt um 5 Uhr nach Hause, kann von 6 Uhr bis 7 Uhr sich nur mit dem Trading beschäftigen und müsste dann den Rest der Zeit dann mit der Familie verbringen, weil X passiert. Und ich finde es dann wichtig, sich das Ganze zu notieren dann mit der Zeit, dass man wirklich das dann so einhält, dass man nur 20% dieser 2 Stunden mit Theorie verbringt und 80% mit Praxis. Es wird immer die geben, die lernen, und zwar zu viel, wie es bei mir damals war, und es wird immer die geben, die zu viel umsetzen und weniger lernen. Zu viel lernen hat einfach den Effekt, dass man weniger vorankommt und sich nur informiert. Und zu viel umsetzen hat den Effekt, dass man einfach vor einer Wand steht und vielleicht auch mal dagegen rennt. Und deshalb finde ich ein gesundes Verhältnis ganz wichtig. Vor allem für den Anfang, wenn man mal sich irgendwie mal nur einen Tag darüber mal Gedanken macht, viel in Theorie investiert, finde ich das in Ordnung. Aber grundsätzlich, wenn man nach vorne kommen möchte und Ergebnisse erzielen, finde ich es wichtig, auf dieses Verhältnis zu achten. Es würde mich interessieren, was du von diesem Verhältnis denkst. Und wie das bei dir bis jetzt war, also ich tue mir das schriftlich notieren, wie ich meine Zeit verbringe, wie ich die investiere und lass es mich kurz in den Kommentaren wissen, indem du unter diesem Video kommentierst. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Lass es mich auch wissen in den Kommentaren. Wenn du Interesse hast, diese anderen Personen kennenzulernen beim Trader Stammtisch, dann findest du den Link zum Trader Stammtisch unter diesem Video in der Beschreibung. Ich wünsche dir gute Trades, einen schönen Tag. JT out.